Hallöchen und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal Steffo. Und zwar die gute alte WrestleQuaid, jawohl, aus dem Monat März. So, bin gespannt, was da drin ist, was da so raschelt. Sie ist offen, mein Arm juckt wie Sau, ich weiß nicht warum. Dann machen wir sie mal auf. Wow. Fangen wir mal mit dem Geräusch an, was da so raschelt. Here comes the money! Money, 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 money. Ja, es ist ein Sparschwein. Mit der Schrift Here comes the money. Und von wem ist es? Von Shane O'Mac. Ja. Cool. Aber, achso. Hier ist natürlich dann der Deckel, ne? Ganz klar. Ja. Ne, schönes Gimmick. So, was haben wir denn noch? Fangen wir doch erstmal damit an. Free Download Smash Wrestling from Canada. 5 Any Given Saturday Smash Wrestling. Also wer sich das anschauen möchte, einfach dann den Code eingeben. So, dann kommen wir mal wieder zu einem Autogramm. Von wem? The Bruiserweight. Und da ist der Gute. Okay, so. Dann kommen wir mal zu den DVDs. Wrestling World Championships. Vor 4 Promotions, 3 Shows. Einmal BXW, CZW und PCW. Ja. So, was sind da für Matches oben? Damak. Achso, sind nur die Wrestler, die dabei sind. Okay. Okay, also hier noch die so. Gut, sagt mir jetzt nichts. Dann haben wir eine DVD mit Hero. Ist das Chris Hero? Hero? Man weiß es nicht. Mal schauen, was denn da steht. Ja, Chris Hero. Also so eine Dokumentation über Chris Hero. Okay. Okay, ja. Wer ein Chris Hero Fan ist, der hat bestimmt seine Freude. Und jetzt kommen wir mal zum T-Shirt. Ich glaube, das T-Shirt sieht richtig geil aus.
Holy Macaroni. Ja, voll geil, Alter. Boah. Luchador. Geil, oder? Geiles Logo. Geiles Logo. Mit der Maske. Jetzt sehe ich jetzt die Maske drauf. Geil, geil, geil. Geil. Oh. Also das T-Shirt ist einmal richtig Hammer. Eins der besten T-Shirts. Richtig Hammer. Geil. Wahnsinn. Top. Da freue ich mich. So. Und dann kommen wir zum letzten Gimmick. Und zwar auch wieder was richtig Tolles. Zu einer Pop-Figur. Und zwar diesmal, was haben wir denn bis jetzt? Wir haben einmal einen Ultimate Warrior. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja. Und der Wrestler ist Seth Rollins. Geht rollen, 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 warte, rollen, 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 warte. Also, ne? Geil, oder? Geil, das ist geil. Das ist geil. Ah, Kevin Owens haben wir auch schon. Mmh. Ja, geil. Top. Ist der gute Seth Rollins. Ja, auf jeden Fall mit seinem Outfit sieht schon richtig geil aus immer. Richtig cool. Wieder eine Figur mehr. Top. Freue ich mich. Ja. Und die Box ist leer. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, über die Autogramme weiß ich nicht, was ich da mal sagen soll. Was will ich damit? Und ja, es gab schon mal bessere DVDs. Ne? Chris Hero, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ihr werdet mir sowas anschauen. Aber irgendwie schaffe ich es nie. Und wenn ich das mal habe, dann werde ich die auch mal verlosen. Aber wie gesagt, ich muss die erstmal anschauen. Und ja, gut, das Schwein. Ich brauche keinen Sparschwein, also wird das auch irgendwann mal verlost. Aber wo ich mich halt sehr darüber freue, ist auf jeden Fall das T-Shirt. Ist richtig geil. Und ich stehe so auf weiße T-Shirts. Ne? Ihr seht es schon. Hier haben wir von... Das jetzt, Nakamura, das T-Shirt und ja, jetzt nochmal ein schönes weißes, ein Luchador, richtig, richtig geil, vor allem das Logo, das sieht doch mal geil aus. Boah, muss ich mal die Kamera halten. Wahnsinn, geil. Jetzt muss ich mal was schauen. Weil in den letzten zwei T-Shirts waren zwei Löcher, waren jeweils ein Loch drin. Jetzt muss ich mal gucken. So, also hier ist kein Loch drin. Wenn jetzt wieder ein Loch drin ist, dann ist es vom Waschen. Rastig aus. Also hier ist kein Loch drin. Aber hier ist schon wieder irgendwas. Oder Faden. Nee, also eigentlich kein Loch. Super. Ja. Das war's von diesem Video, von diesem Unboxing-Video von der WrestleQuit. Ja, macht doch mal einen Daumen nach oben. Und wenn ihr was...
habt, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bis dann, bleibt dran, euer Steffo. Ciao, ciao.